Die aus mein Herz und Suche erfreut, in dieser lieben Sommerzeit, an deines Gottes Gaben. Schau an der schönen Gärten Zier, und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben, sich ausgeschmücket haben. Die Bäume stehen voller Laub, das Erdreich decke seinen Staub mit einem grünen Kleide. Narzissus und die Tulipan, die ziehen sich viel schöner an als Salomones Seide, als Salomones Seide. Die Lerche schwingt sich in die Luft, das Täublein fliegt aus seiner Kluft und macht sich in die Wälder. Die hochbegabte Nachtigall ergötzt und füllt mit ihrem Schall Berghügel, Tal und Felder, Berghügel, Tal und Felder. Ich selber kann und mag nicht ruhen, des großen Gottes Großes tun. Erweckt mir alle Sinnen, ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen, aus meinem Herzen rinnen. Ach, denk ich, bist du hier so schön, und lässt uns so lieblich gehen auf dieser armen Erde. Was will doch wohl nach dieser Welt dort in dem reichen Himmelszelt und güldnen Schlosse werden, und güldnen Schlosse erwähle mich zum Paradies und lass mich bis zur letzten Reis an Leib und Seele grünen. So will ich dir und deiner Ehe allein und sonst denn keinem mehr dir und dort Wie finden wir Halt in schweren Zeiten? Wie finden wir Sicherheit in Zeiten der Unsicherheit? An den Psalmen, an den Gebeten Israels können wir es immer wieder aufs Neue lernen und erfahren. Der an uns dachte, als wir unterdrückt waren, denn seine Güte währet ewiglich. Dieser Satz aus dem 136. Psalm ist die Tageslosung für diesen Sonntag. Denn seine Güte währet ewiglich. Dieser Vers wiederholt sich im ganzen Psalm. Jeder Satz dieses Psalmes endet auf diese Weise. 26 Mal hintereinander, denn seine Güte währet ewiglich. Wenn man diesen Psalm spricht, dann kann man sich darauf einlassen.
Wenn man versucht, jeden Satz anders zu betonen, so wie wir es in einer Rede tun würden, so dass es schön klingt, kommen wir schnell an unsere Grenzen. 2-3 Mal hintereinander funktioniert das. Da kann man einmal die Güte betonen, einmal das Ewiglich. Man kann es mal schneller, mal langsamer sprechen. Aber 26 Mal, das klappt nicht. Wenn man diesen Psalm spricht, dann wird es wie eine innere Wiederholung, wie ein inneres Gebet, wie ein sich fallen lassen in die Wiederholung. Beim Beten des 136. Psalmes lernen wir etwas über die Art zu beten. Nicht besonders schön, besonders originell, sondern so, dass wir uns innerlich darauf einlassen, dass wir die Wiederholungen auch genießen, dass wir uns lernen, so wie wir uns auf den Atem konzentrieren, auf dieses Gebet zu konzentrieren. Der an uns dachte, als wir in der Gefangenschaft waren, denn seine Güte währet ewiglich. An diesem Wort Güte reibe ich mich. Chesed, das hebräische Original, erlaubt verschiedene Übersetzungen. In der Einheitsübersetzung, der Übersetzung der römisch-katholischen deutschen Christen, heißt es, denn seine Huld währet ewiglich. Das Wort Huld ist ein fremdes Wort. Das verwenden wir überhaupt nicht mehr in unserer Alltagssprache. Aber vielleicht ist es darum ganz gut, es zu verwenden, um deutlich zu machen, dass Gottes Handeln eben anders ist als unser Alltag. Dass seine Gnade, seine Barmherzigkeit etwas ist, was wir in unserem menschlichen Alltag so nicht kennen, sondern was wir von Gott geschenkt bekommen. Andere Übersetzungen reden von Gnade. Gnade, das klingt so von oben herab, aber nicht unbedingt liebevoll. Und Martin Luther übersetzt, denn seine Güte währet ewiglich. Güte, das ist etwas, das wir Menschen auch kennen. Auch wir können uns bemühen, gut zu sein. Und vielleicht ist gerade diese Ähnlichkeit, dass wir versuchen können, Gott nachzueifern, an dieser Stelle wichtig. Was gibt uns Halt in schweren Zeiten? Das Einlassen, das Beten und das Handeln, dass wir selber gut handeln können. Aber noch mehr können wir an diesem 136. Psalm lernen. Er blickt zurück in die Geschichte. Diese 26 Wiederholungen des Halbsatzes, denn seine Güte währet ewiglich, beziehen sich auf den Rückblick auf die Geschichte. Gottes Schöpfung, Gottes Wirken in der Geschichte wird erinnert. Und dann auch dieser Satz, der an uns dachte, als wir in der Gefangenschaft waren. Die Erinnerung an Zeiten, die schwer oder schön waren. Die Erinnerung daran, dass Gott bei uns war. Sie gibt uns Kraft und Mut für Gegenwart und Zukunft. Er dachte an uns, als wir in der Gefangenschaft waren. Das Volk Israel hat die Erfahrung gemacht, dass Gott sie niemals allein gelassen hat. Und diese Erfahrung können auch wir immer wieder machen. Wenn wir hören von unseren Eltern und Großeltern aus Lebensgeschichten, dann hören wir ganz oft von tiefen Tälern, durch die der Lebensweg führte. Und wir hören im Rückblick ganz oft, und Gott war bei mir. Wenn wir miteinander diesen 136. Psalm beten, dann ist das die Erinnerung an Gottes Handeln, aus der wir Mut schöpfen für Gegenwart und Zukunft. So lasst uns miteinander beten, dass wir ermutigt und gestärkt werden und dass wir von Gottes Güte erzählen in dieser Welt, damit auch andere fröhlich, getröstet und mutig werden. Amen.
Thank you.